Willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Melting-Kanal. Freunde, wir sind wieder am Hockenheimring mit Pistenclub für unseren Lizenzlehrgang. Ich freue mich riesig drauf, wir haben nicht so optimales Wetter. Leider regnet es und ich bin hier noch nie bei Regen gefahren tatsächlich. Aber ich bin gespannt. Wir haben auf alle Fälle gerade unser Briefing bekommen, unsere Startnummer. Ich bin die Nummer 2 für heute, hoppala. Und jetzt laden wir die Fahrzeuge ab und dann geht es schon mal in die Einführungsrunde. So, ein Lizenzlehrgang ist gar nicht so einfach. Ich habe vor einer Woche so ein paar Batzen Dokumente bekommen, die ich durcharbeiten musste. Und es gibt einen theoretischen Teil und einen praktischen Teil. Und wir haben uns gerade darauf geeinigt, das Ganze in der Mittagspause zu machen, also den theoretischen Teil. Und dann fährt quasi hier ein Prüfer mit dir mit auf die Strecke. Und es gibt circa 5 Runden. Und dann sagt er, okay, ob du die ganzen Regeln beherrschst. Umsichtig mit den anderen Verkehrsteilnehmern fährst, ja, gewisse Regeln. Es gibt Flaggen, die man beachten muss und. Und das Ganze werde ich euch heute etwas näher bringen. Seid gespannt, aber jetzt müssen wir erstmal die Fahrzeuge abladen. So, jetzt versuchen wir hier das Ganze mal ein bisschen trocken zu kriegen, damit auch die Nummer hält. Aber gar nicht so einfach. Sometimes I hunt for the storm just to weather it. Prefer them deadly than challenge accepted. And don't get too friendly, my motives are treacherous. There's a thin line between pain and what pleasure is. And on that thin line is me leaving them breathless. Make them aware is their moment of reckoning. It used to be less of a wreck, now I'm reckless. I'm the best and I still get the best of them. Hold up. Always been the one that got them Cairo wins. Still get a little bloodlust every now and then. Beckoning. Follow them. Or fall to them like they all do it. I follow my own guidance. I follow my own guidance. Still woke up and chose violence. When I talk, they all silent. Und es gibt so coole Aufkleber, wie wenn man seinen Führerschein neu macht und Anfänger am Auto steht. Und das L steht nicht für Loser, sondern für Learning. So, wir starten mit der Einführungsrunde. Und jetzt heißt es erstmal Strecke kennenlernen. Bisschen sich rantasten an die Strecke, an die Wetterbedingungen und dann fährt der Prüfer bei mir 2 Runden mit und coacht mich ein bisschen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal, gell? Bis gleich! Everything said I'm ready for any and everything. Mama said that I could be so many things, but this morning I chose to be menacing. I said everything, baby, everything. Said I'm ready for any and everything. Mama said that I could be so many things, but this morning I chose to wake up and be ready to fight. Everything, everything. Tell them I'm ready for anything. Ich bin jetzt gerade 3 Runden mit unserem Prüfer quasi gefahren, damit er sieht, ob ich überhaupt die Grundlagen drauf habe, um zugelassen zu werden zu so einem Lizenz. Und er meinte, hey, du hast es drauf. Und das hat mich jetzt so motiviert, dass ich jetzt ein bisschen selber fahren möchte, um reinzukommen. Wir haben dann gleich Mittagspause und dann geht es nämlich in die Theorieprüfung oder in die Theoriestunde und dann die Prüfung. Und ich freue mich sehr. Too competitive, had a wrestling match with Mount Everest. Thinking that's the prey, I can chase off the predators. You can't run with me, little boy, you're too delicate. Hold up, I'm feeling a little bit dangerous, and they're looking a little bit anxious. If I'm laughing while I'm twiddling in my fingers, it's only a warning that you can't just walk up to me, talking to me. Ain't no telling my reaction, I could black out. This is such an experience, and it's always one I wanna max out. Everything said I'm ready for any. Mama said that I could be so many things, but this morning I chose to be menacing. Paul fährt gerade ein M4. Es tut mir wahnsinnig leid für diesen wunderschönen F80, aber F82. Ich muss ihn überholen. Hallo! BMW Community, Liebe geht raus an euch. So, Freunde, jetzt
bin ich erstmal echt platt, muss ich sagen. Es war jetzt sehr anstrengend, im Regen zu fahren. War für mich das erste Mal so richtig. Und jetzt darf ich der GT3 erstmal ausruhen. Grüße gehen raus an Fabian, der vor ein paar Wochen hier auch bei Regen gefahren ist. Und ich gucke mir jetzt gerade so ein bisschen ab, wie er die Regenlinie fährt, um vielleicht ein bisschen was draus zu lernen. Also er fährt relativ mittig, weil da einfach mehr Grip ist. Aber eine coole Sache, hier auf der gesamten Fläche habe ich nur eine einzige Frau entdeckt, die auch selber fährt und auch selber da ist. Und zwar hat sie so einen richtig coolen Truck dabei. Wir gehen mal zu ihr. Das ist die Gerda. Gerda! Hallo! Hallo! Du bist quasi mit mir zusammen, also wir sind zwei einzige Frauen hier auf der Strecke. Ja. Was hast du mit deinem Gerda Racetruck auf sich? Also ich mache das nur hobbymäßig, so drei, viermal im Jahr gehe ich auf verschiedene Rennstrecken und das ist ein umgebauter LKW zu einem Womo ausgebaut. Und das ist natürlich praktisch und kann man im Fahrerlager übernachten. Und ich bin alleine hier. Und wie geil ist das bitte? Ich feiere dich so gerne. Ohne Scheiß, kommt sie da einfach alleine her. Hat genau. Spaß. Genau. Und ich sehe dich du machst hier den Reifen komplett selber. Du Reifen, alles selber. Also unfassbar. So eine Frau hier im Motorsport ist einfach phänomenal. Ich habe unheimlich viel Spaß daran. Mach das jetzt. Ja, seit 10 Jahren, aber wirklich im kleinen Rahmen, einfach aus Spaß. Ich fahre keine Rennen, aber einfach. Ja, genau, das ist der Grund, Leute, warum ich sage, man muss nicht immer direkt irgendwie eine Lizenz haben für irgendwelche Strecken. Ich bin heute tatsächlich da, um einen Lizenzlehrgang zu machen, okay. Aber nur, weil es mich selber interessiert, weißt du? Und es ist unfassbar spannend, vor allem beim Regen zu fahren. Und gerne, wenn es für dich okay ist, würde ich gerne mal bei dir eine Runde mitfahren. Ja, auf jeden Fall. Sicher, ja. Nach dem Essen sehr gerne, ja. Nach dem Essen. Schauen wir mal, ob mein Essen an dem Magen bleibt. Auf alle Fälle, gerne, vielen, vielen Dank. Beste Frau hier neben mir. Bis später, meine Liebe. Ciao. Bevor es jetzt dann später in die Fahrprüfung geht, möchte ich auch noch mal warm werden mit der trockenen Strecke und vor allem dem richtigen Reifendruck. Bin ich gespannt hier. You can't believe I'm from the jungle, so you know what that means. You eat what you kill, yeah, I'm doing my thing. I got a lean so cold and a walk so mean. Money on my mind, yeah, you know how I think. I got a bang for your buck, if you know what I mean. Bang, bang for your buck. Bang, bang for your buck. All eyes on me when I walk through. Willkommen zu dem spannenden Theorie-Teil. Wir kriegen erstmal einen Lehrgang und im Anschluss von unserem Lehrgang ist dann die Theorieprüfung. Und ich weiß nicht, ob ich euch da mitnehmen kann. Ich werde aber auf alle Fälle fragen und sehen uns dann gleich wieder. Hoffentlich mit einem positiven Ergebnis. Bis gleich. Ich bin zurück. Lehrgang erfolgreich beendet. Prüfung, das Dokument ist abgegeben. Mal schauen, ob wir die Ergebnisse heute noch bekommen. Ich bin echt gespannt. War schon heftig. Also da waren Fragen dabei. Da musste ich schon lange überlegen, tatsächlich. Und unser Mentor für heute ist der Martin Doser. Der wird nachher auch noch mal erklären, was für ein Lizenzlehrgang das genau ist und so weiter. Also eure Fragen beantworten und uns mitteilen, ob wir bestanden haben oder nicht. Ja. Jetzt haben wir erstmal kurz Pause und dann geht es nämlich in die Prüfungsfahrt auf die Strecke. Bis gleich. Freunde, jetzt wird's ernst. Ich muss auf die Strecke. Mein Prüfer wartet direkt vorne bei der Boxengasse auf mich und dann heißt es erstmal
20 Minuten durchfahren und dann wird entschieden, ob ich die Rennlizenz bekomme oder nicht. Also drück mir die Daumen. Ich kann mich gerade gar nicht abschneiden von lauter Aufregung. Heißt? Olivgrün. Olivgrün. Ist aber foliert. Der hat foliert. Ursprünglich Kreide. Mein Prüfer ist gerade ausgestiegen und er hat gesagt, ich habe bestanden. Er gibt mir noch später die Urkunde natürlich offiziell und so weiter, aber er hat gesagt, Respekt, Respekt. Und ich kann heulen, ja, ich habe bestanden. Heftig! Oh mein Gott! Und auch nochmal an alle Zuschauer, wie gesagt, wir werden nochmal mit dem lieben Martin, Martin heißt der, von Pistenclub detailliert erklären, was wir heute gemacht haben, welche Rennlizenz es ist, was man dafür tun muss und so weiter. Also ich werde alles in dieses Video packen und bei weiteren Fragen einfach kommentieren, weil wir planen gerade so einen Mail-Team-Track-Day, wo Martin quasi mit euch zusammen so einen Rennlizenzlehrgang machen möchte. Und wenn wir genug Leute haben, die Bock drauf haben, dann kann ich ihn vielleicht davon überzeugen. Also ganz fleißig kommentieren, wer Interesse hat, wer mehr darüber erfahren möchte. Und ja, jetzt erstmal was trinken, weil ich bin fix und fertig, aber ist mir scheißegal. Ich habe bestanden. Freunde, der Martin kommt gerade auf mich zu. Die Stunde der Wahrheit. Hoffentlich hat er sich nicht umentschieden. Martin! Hi! Hi! Hey! Martin. Herzlichen ja. Glückwunsch! Oh, ich freue mich so. Zeig mir endlich das Ding! Das ist deine Urkunde zum bestandenen Lizenzlehrgang. Boah, ich bin sehr, sehr stolz. Ehrlich. Ich freue mich auch. Ich muss echt sagen, ich habe mir die letzten Tage sehr, sehr viele Gedanken gemacht, ja. Ob es wie es wird. Und viele von meinen Zuschauern haben mir schon Fragen gestellt. Wenn man hier über Pistenclub bei Martin Dose einen Rennlizenzlehrgang macht, bekommt man die Rennlizenz A. Genau, die, wenn man die theoretische Prüfung plus die fahrpraktische Prüfung bestanden hat, bekommt man eine Urkunde, mit der kann man beim Deutschen Motorsportbund in Frankfurt direkt die nationale A-Lizenz beantragen und kann dann auch direkt Rennen fahren. Sprich, man kann über dich nicht nur die A-Lizenz beantragen oder machen, Entschuldigung, sondern auch B, C? Nein, das ist die, es ist ein bisschen kompliziert. Die nationale A-Lizenz ist quasi die höchste, die man mit einem Lehrgang macht. Alle höheren Lizenzen muss man durch entsprechende Erfolgsnachweise, kann man sich dann wieder dafür qualifizieren. Okay, sehr, sehr cool. Also an dieser Stelle, ihr könnt beim Pistenclub also wirklich anfragen. Martin Dose war jetzt mein Coach für heute. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr nicht Bock auf so ein Mail-Team-Track-Day mit Martin zusammen hättet. Weil, wenn viele Leute anfragen, kriegen wir ihn bestimmt überzeugt, mal gemeinsam hier zu sein. Und ich glaube, weil viele Leute trauen sich nicht. Also generell auf die Rennstrecke. Und mit einem Coach ist ja nochmal einen Schritt einfacher, das zu tun oder sich zu überwinden. Genau, also und, wir bieten ja noch geführte Runden an, also selbst wenn jemand eine Rennstrecke noch nicht kennt, lernt er sie auf diese Art und Weise kennen und er wird den ganzen Tag über immer wieder durch Coaching im Auto begleitet. Okay, gut zu wissen auf alle Fälle. Ja, Leute, Martin, ehrlich, wie würdest du mich einstufen als Fahrerin heute hier auf der Rennstrecke? Mit meinem Göttergarten brauchst du mich nicht vergleichen, denn er mit seinem GT3 S, der hat natürlich immer, wenn er mich gesehen hat auf der Strecke, der hat mich direkt überholt, aber ja, ich habe mich gut geschlagen. Ja, einwandfrei, weil wir hatten ja quasi zweierlei Bedingungen. Wir hatten heute Vormittag noch nass, was sehr schwierig ist, und nachmittags trocken, also wir sind quasi zweierlei Bedingungen gefahren und die hast du ganz klasse gemeistert.
Wir geben so Schulen, alte Schulnoten von 1 sehr gut bis 6 durchgefallen. Und da hast du eine sehr gute 3. Auf jeden Fall. Okay. Befriedigend. Ne? Ja, das ist gut. Das ist für einen Einsteigerin richtig gut. Bin ich auch sehr zufrieden, ehrlich. Ich war noch nie ein 1er Schüler. Und ich habe es trotzdem irgendwie immer geschafft. Also von daher, ich bin mit meiner 3 völlig zufrieden. In diesem Sinne, Martin. Das ist jetzt einmal die Urkunde, die ich bekommen habe. Die echte kommt quasi dann per Post. Und vielen, vielen Dank für den heutigen Tag. Und bis bald, mein Lieber. Ganz herzlichen Glückwunsch und danke. Wirklich klasse gefahren. Danke. So, Freunde, hier ist die Urkunde, hier ist die Rennlizenz. Ich habe es geschafft. Ich bin unfassbar stolz. Und ich möchte euch jetzt noch ein paar Informationen mitgeben. Also folgendermaßen, ich habe die Rennlizenz oder den Lehrgang gebucht online. Dann habe ich ein Handbuch bekommen, wo alle Regeln von einem Rennen, Signale, Full Cross Yellow, Schilder, keine Ahnung, Code 60, wirklich alles, was hier auf der Rennstrecke wichtig ist, an Informationen, habe ich gelernt. Und deswegen gab es auch eine Theorieprüfung mit einem vierseitigen Multiple-Choice-Test. Und dann ging es auf die Strecke mit dem lieben Martin zusammen. Ich glaube, wir sind 4 oder 5 Runden gefahren. Das Heftige war ja heute, dass wir wirklich Regen hatten und jetzt auch noch Sonne. Also es waren 2 unterschiedliche Wetterbedingungen, worauf ich mich einstellen musste. Regenlinie fahren, normal. Es ist spannend gewesen. Ich hatte echt am Anfang so ein bisschen Bauchschmerzen, aber er ist ein super Coach. Ich habe es geschafft und wenn ich es schaffe, schafft ihr es auch. Also von daher, wenn ihr mehr Fragen habt, diesbezüglich. Schreibt mir gerne alle Fragen in die Kommentare. Ich werde sie mir anschauen und vielleicht planen wir ja mal so einen Mail-Team-Track-Day mit Martin zusammen, wo wir so einen Rennlizenz-Lehrgang anbieten. Genau, in diesem Sinne, Leute, ich bin fix und fertig, sage ich euch ganz ehrlich, ich war so aufgeregt und die Hitze, Regen und jetzt bin ich platt. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Es war ja sehr schwer, euch jetzt mitzunehmen und daran zu denken, noch die ganzen Sequenzen aufzunehmen. Daher bitte ein Abo dalassen. Und wie immer ein bisschen Liebe. Bis dann!